Letzte ist die neue Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider nach 100 Tagen im Amt vor die Medien treten. Die überraschend gewählte Jurassierin ist auch für das Asylwesen zuständig. Sie hat einen hyperaktiven Staat angelegt, allerdings im Vergleich zu ihrer Vorgängerin Karin Keller-Sutter in eine noch verkehrtere Richtung. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Die neue Asylministerin und ehemalige Sozialarbeiterin Elisabeth Bohm-Schneider will das Asylwesen, wo es allen nicht platzt, nicht in den Griff nehmen. Im Gegenteil, es sollen immer mehr und noch mehr Menschen in unser Land kommen. Sie hat beschlossen, dass ukrainische Jugendliche eine Lehre anfangen können und hier auch beenden können. Egal, ob der Schutzstatus S vorher ausläuft oder nicht. Glauben Sie, die Jugendlichen werden je wieder in ihre Heimat zurückgehen? Und stellen Sie sich vor, wie die Schweiz so zum Anziehungspunkt für immer noch mehr junge Ukrainer wird, wo alle ausnahmslos das Recht haben, in unser Land einzureisen. Dann hat Bundesrätin Bohm-Schneider auch mitteilen, die vorläufig aufgenommenen, das sind die, die kein Asylrecht haben und gar nicht dürfen bleiben, sollen erleichterten Zugang zum Arbeitsmarkt finden und ihren Wohnsitz leichter können in eine andere Kantone verlegen. So erreichen die Asylmissbraucher und die Wirtschaftsmigranten natürlich ihr Ziel. Und kaum ist in der Türkei ein Erdbeben passiert, wo die Schweiz sofort und zu Recht mit dem Katastrophenhilfskorps geholfen hat, hat Bundesrätin Bohm-Schneider verkündet, Opfer, die Verwandte in der Schweiz haben, sollen auf beschleunigtem Weg ein Visum bekommen. Migration und Asylpolitik ist heute vollständig aus dem Ruder gelaufen und natürlich in linke Hände. Wie bekannt, Departementschefin ist das SP-Mitglied Elisabeth Bohm-Schneider, links im Bild. Die Staatssekretärin vom Bundesamt für Migration ist das SP-Mitglied Christine Schraner-Burgener, in der Mitte. Und die Vizedirektorin vom Bundesamt für Migration mit dem Schlüsseldossier Migration und Integration ist natürlich das SP-Mitglied Regula Mader. Rechts im Bild, allerdings nur im Bild, sonst genauso links wie die anderen. Ermutigt von solchen Entwicklungen fordert die SP-Nationalrätin Samira Marti, dass auch abgewiesene Asylbewerber und Sans-Papiers, also Illegale, die gleichen Möglichkeiten bekommen, so dass sie dürfen hier bleiben und eine Lehre absolvieren oder eine Stelle antreten. Dabei wissen die Kantone und Gemeinden wegen dem ständig noch grösseren Zustrom nicht mehr ein, noch aus. Die Linken nennen die Wirtschaftsmigranten allesamt Menschen auf der Flucht. In verschiedenen Gemeinden müssen die Mieter ihre Wohnungen verlassen, um Asylanten Platz zu machen. Die Kosten sind unglaublich. 2023 hat der Bund nicht weniger als 3 Milliarden Franken allein für Flüchtlinge und Asyl budgetiert. Statt endlich das Recht durchzusetzen und die überwiegend unechten Flüchtlinge endlich heimzuschaffen. Meine Damen und Herren, zum Schluss noch das Video von der Woche. Hören Sie den Schluss von der Antrittsrede von der Elisabeth Bohm-Schneider nach ihrer Wahl. Geschätzte Kolleginnen, Sie haben immer, und Kollegen, Sie haben immer gedacht, ich sei nur charmant. Also ich bin sicher charmant, ich bin ehrlich, aber ich kann wirklich sehr ernst arbeiten und das möchte ich wirklich machen mit euch allen. Und jetzt, ich nehme die Wahl an. Merci beaucoup. Bitte, Frau Bundesrätin, zeigen Sie, dass Sie wirklich ernst arbeiten können. Räumen Sie endlich auf mit dem massenhaften Asylmissbrauch. Meine Damen und Herren, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.